We interrupt this program to bring you a special news. Hallo zusammen, hallo Lappens. Ich hoffe, es geht euch gut. Allen nachträglich noch ein gutes Neues. Und ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Wie ihr euch denken könnt, geht es heute natürlich wieder um eine Box. Und zwar geht es um die Brigada von Puffbox Limited. Es kann sein, dass ich die in der Detailansicht dann immer Puffbox nenne, aber eigentlich heißen tut die Brigada Puff bei Puffbox Limited. Und ist ein 26650er Boxmod. Wie ihr seht, hat er auch schon ein bisschen Form und so, aber das alles könnt ihr hier sehen. So, da ist die Puffbox. Auch schön angeschrieben, wie ihr seht, Limited. Das scheint übrigens gelasert zu sein. Taster, schön groß. Das Logo hat man mir gesagt, das sei unique. Also die Verzierung hier, die sei unique gefräst oder geschnitzt. Jede Box sei da ein bisschen anders. Wie ihr seht, hat die auch ein Shape hier, damit sie dann wirklich gut in der Hand liegt. Und gleich vorneweg, im Augenblick habe ich die lieber in der Hand als ein 26650er Röhre. Obwohl da eigentlich der Taster runter ist und ich lange ein Popo-Taster-Fetischist war. Aber das hier fühlt sich wirklich gut an mit diesem großen Taster. Das ist wirklich Handfeeling, Porno pur für mich. Deckel liegt schön auf, macht eigentlich schön zu, da habt ihr nichts an großen Kanten, das passt auch ziemlich gut genau. Hat sich auch nichts verzogen vom Philippinen hierher, ihr wisst ja, Luftfeuchtigkeit und so, kann sich da mal was verziehen oder einen Spalt bekommen, aber die ist komplett heile geblieben, der ist gar nichts passiert. Spricht eigentlich wieder für die Qualität vom Holz. Das hier oben ist der 510er Anschluss, ich mache ihn mal kurz scharf. Ihr seht, ist das ein Kupferpin. Den könnt ihr dann mit dem Akku einstellen. Den Akku stellt ihr von unten mit einer Kupferschraube ein. Ich zeige es euch mal von innen. Mit dieser Schraube hier drückt ihr dann den Akku hoch und der drückt dann hier auf den Pin der Akku und damit könnt ihr dann das Spiel zum Verdampfer ausgleichen. Wie ihr seht, ist der Pol hier unten mit einem Kupferband oder Kupferblech abgenommen. Das hat eigentlich einen guten Querschnitt. Da geht nichts viel oder geht nicht viel verloren an Strom bis oben, bis praktisch gar nichts. Das hier ist der Taster mit dem bekannten, in Anführungszeichen, Problem flach auf rund drücken. Wie ihr seht, wabbelt der auch ein bisschen hin und her, aber das ist nicht so tragisch. Da könnt ihr zum Beispiel so einen Schraubendreher auf Hochdeutsch natürlich reintun, den klemmen, dann könnt ihr den so anziehen. So, nehmen wir wieder raus. Dann habt ihr den Taster. Aber wie gesagt, der wackelt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm, dass sich der auch mal verstellt oder so. Habe ich nicht so als tragisch empfunden, weil ich hatte nie Missfire. Also selbst wenn er dann ein bisschen rauskommt, der Taster, sich lösen sollte, gefeuert hat er jedes Mal. Das hier ist der Pin, ein Pluspol. Der lässt sich dann über den Verdampfer einstellen hier oben, dann kommt er runter. Ich kann ja mal drauf drücken und seht ihr, wie der rauskommt. Dann mit dem Akku drückt ihr den wieder hoch zum Verdampfer, respektive ihr macht dann das Spiel vom Akku dann weg. Ich zeige es euch mal. Also erst Verdampfer aufschrauben, Pin hochdrücken, dann Verdampfer aufschrauben, seht ihr auch schon, wie der Pin unten rauskommt hier. Wenn der Akku dann Akku suchen, Akku ist hier, Akku einlegen, wenn ich den treffe, so, Akku ist drin, Schraube von unten anziehen, ihr hört's. Es dampft.
Deckel drauf. Fertig ist die Geschichte. Ich finde das eine sehr schöne Box, von der Haptik her wirklich sehr angenehm, ich kann das nur betonen. Ist einfach aufgebaut, da kann auch nicht viel kaputt gehen oder irgendwie sonst ein Teil sein, das ihr dann nicht irgendwie wieder beschaffen könnt. Also da kann wirklich nicht viel kaputt gehen an dieser Box. Das Holz hat auch gehalten, hat wie gesagt, hat sich nicht verzogen. Jo, soweit dazu. Also, Brigada bei Puffbox Limited. Eine geile Box, finde ich. Liegt super in der Hand. Durch den 26650er Akku bricht die auch nicht so schnell ein und hat wirklich einen kleinen Voltdrop, also Voltdrop-mäßig gefühlt wieder von mir. Ich messe es nicht. Ich weiß, wie meine Verdampfer tun auf den guten Boxen und kann es dann so vergleichen. Ein Tankmeter kommt, Freunde. Also wenn ihr es dann so sehen wollt, kann ich es dann euch dann in Zukunft auch so zeigen. Aber gefühlt spielt die sicher in der oberen Liga mit. Die Box fürs Geld ist das wirklich kein Fehlkauf. Eine, die zu mir in die Sammlung kommt, auf jeden Fall. Ich habe die jetzt die letzten Tage kaum noch aus der Hand gelegt, eigentlich immer mit der Spaß gehabt und hat immer gefeuert, nie was, das nicht funktioniert hätte mit dieser Box. Aber das habt ihr ja vorhin schon gesehen, da kann wirklich nichts viel passieren. Das Ding ist einfach gut, toll, macht Spaß, mehr von den Dingen. Mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht zu sagen, mehr zum Video. Es ist halt ein bisschen kurz, weil die Box ist so einfach gebaut, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Sie tut, was sie soll, wie üblich eigentlich. Aber wenn ihr es von mir so hören wollt, Kaufempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Cloud on, macht's gut. Tschüss.